Hallo und Ahoi zum 9. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Weißt du noch, wo wir waren? Naja, wir haben wieder die Möglichkeit, uns ein bisschen an die Vergangenheit erinnern zu lassen. Das machen wir. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay, ich war auf Monkey Island und hatte einen Handel mit meinen Feinden getroffen. Captain Madison und ihren beiden verschlagenen Freunden. Wir hatten eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island, aber sie war durch einen Sicherheitszauber versteckt. Und wir brauchten LeChucks persönliche Geheimnisse, um sie zu enthüllen. Bald würde es ein Wettrennen geben, wer die anderen am schnellsten verraten konnte. Genau. Das ist sehr schön auf den Punkt zusammengefasst. Und genau, wir sind hier versteckt als ein ehemaliger Mitarbeiter auf Le Ship und müssen jetzt, da können wir ja mal gucken, auf die To-Do-Liste gucken. Und da ist es so, dass wir drei Geheimnisse herausfinden müssen, nämlich LeChucks Titelmelodie, LeChucks Slogan und LeChucks Lieblingsessen. Und das ist nicht so einfach. Zum Glück haben wir, glaube ich, schon seinen Slogan herausgefunden, weil wir nämlich sein Tagebuch an uns genommen haben. Wir wissen, dass sein Lieblingsessen wohl der Köchin bekannt sein sollte, der Chefköchin, die wir zur Chefköchin gemacht haben. Und die Titelmelodie, die wird noch komponiert von einem anderen Piraten. Genau. Und das müssen wir auch noch rauskriegen. Wie geht es mit der Melodie voran? Die Musik ist fertig. Ich schmücke sie jetzt nur noch aus. Geh zurück und bewache das Schiff, wie ich es dir gesagt habe. Haben wir irgendwas, was wir mit ihr benutzen können? Ich befürchte fast nein. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, auch durchgespielt, aber da das erste Mal war, habe ich tatsächlich relativ viel nicht im Kopf. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Scheint ein wichtiger Hinweis zu sein. Hey Bob. Hey Gullet. Bis dann. Der kann uns nicht weiterhelfen. Ach, gucke, da schläft jemand. Ich möchte ihn nicht aufwecken. Hey, ich kann bis zu dem riesigen Affenkopf sehen. Madison, Lila und Trent unterhalten sich. Sie sehen zufrieden aus. Zweifellos planen sie, was sie tun werden, wenn sie mit mir fertig sind. Nun, ich werde zuletzt lachen. Okay.
Also hier ist auch nichts weiter zu finden. Mal zu weit nach unten geraten, was? Auch sehr schön, wie die Musik immer so ineinander übergeht. Oh, wieder eine Quizkarte. Galle, du zähes altes Stück Krokodilfleisch. Irgendwie wusste ich, dass du es zurückschaffen würdest. Kann ich dir etwas zu essen machen? Ich nehme das, was LeChuck hat. LeChuck ist auf der Insel und sucht nach dem großen Geheimnis. Du kochst für LeChuck. Hat er ein Lieblingsgericht? Seh mich nicht auf, indem du versuchst, Interesse an mir zu zeigen. Du hast meine Talente noch nie zu schätzen gewusst und findest, ich koche nur Mist. Du bist die beste Chefköchin, die ich je gekannt habe. Chefköchin? Du hast mich Chefköchin genannt. In all den Jahren, in denen du mich kennst, hast du das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was passiert ist, während du über Bord gegangen bist, aber ich mag diese Veränderung an dir. Was wolltest du wissen? LeChucks Lieblingsessen. Nun, das ist einfach. Tentakel mit Gänseblümchensoße. Igitt! Mach mir keine Vorwürfe. Es ist nicht mein Lieblingsessen. Sind wir bald bei dem Teil mit dem Dreifach hintergehen? Nicht ganz. Tentakel mit Gänseblümchensoße. Ah, ein Klassiker. Kannst du mir ein paar Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Tut mir leid, mir ist die Hauptzutat ausgegangen. Oh, das Problem können wir lösen. Wir haben alle Tentakel. Kannst du damit Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Das ist ein Prachtexemplar. Ich habe es im Handumdrehen fertig. Guten Appetit. Das war's? Manchmal ist einfach am besten. Okay. Ehrlich gesagt, würde ich das lieber nicht tun. Gut. Er möchte nicht probieren. Das kann man ja durchaus. Gut. Jetzt müssen wir sie noch irgendwie bezirzen. Und ich weiß nicht so recht, mit was wir das machen. Ich glaube, den brauchen wir an anderer Stelle noch. Nee. Was haben wir denn hier noch? Schlüssel haben wir, ein Messer haben wir. Das kann man auch nicht benutzen. Wie geht es mit der Melodie voran? Die Musik ist fertig. Ich schmücke sie jetzt nur noch aus. Geh zurück und bewache das Schiff, wie ich es dir gesagt habe. Sie haben es zugenagelt. Und ganz schön sogar. Und was noch viel bedrückender ist, wenn man es mal genau nimmt, ist die Tatsache, dass einerseits das Gepäck weg ist und andererseits mein Schrubber. Da habe ich an diesem Mob doch so hart gearbeitet und einen ganzen Mobbaum dafür weggeschreddert und dann ist der einfach weg. Kann doch nicht sein. Irgendwie ist dieses Hühnerfutter scheinbar noch wichtig, weil das können wir immer noch nehmen, aber... Aber ich weiß auch nicht so richtig, wie uns das weiterbringt.
Ja, das hätte ich auch genommen. Cracker. Auch nicht. Also irgendwas müssen wir machen mit ihr hier, dass wir die Noten kriegen. Aber ich weiß nicht mehr genau, was. Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Schön, eine Diashow von gruseligen Zombie-Typen. Stimmt. Mir gar nicht aufgefallen, dass es eine Diashow ist. Moment mal, der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Also nimmt er den nicht mit. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Gemütlich. Also hier scheint nichts zu sein, was sich für uns in irgendeiner Form interessant zeigt. Nee, ich versuche in meiner Rolle zu bleiben. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn Sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Ja, das ist wohl möglich. Denn Ratten versinken ja, verlassen ja nur sinkende Schiffe. Hey, Bob. Hey, Gullet. Ich würde immer noch gerne Chucks Titelmelodie hören. Wie gesagt, ich glaube, er lässt eine komponieren, aber sonst weiß ich nichts darüber. Ach ja. Bis dann. Also Nichak ist auf der Insel und deine erste Matrosin ist, glaube ich, auch mit ihm auf der Insel. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Ein Glockenschlag! Abstimmungsstunde! Was ist hier los? Ich mag es nicht, wenn man mich unterbricht. Ich weiß nicht. Jemand hat die Glocke geläutet! Manchmal ist Ablenkung immer noch die einfachste. Das ist die Titelmelodie, an der Flair gearbeitet. Eine fröhliche kleine Melodie wie diese wäre der Knaller auf Partys. So. Haben wir es doch. Ich warte nicht länger. Ich habe zu tun. Zeitverschwendung. Hoffentlich ist meine Suppe nicht angebrannt. Das ist ja gut. Man kann alles nochmal nutzen, was schon da war. Schönen guten Tag. Grüße. Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Kunst? Nichts zu tun am Wochenende. Ich offensichtlich nicht. Ach so, falsch. Wir sind ja hier schon fertig. Wir können uns ja von hier entfernen. Oh, noch eine Quizkarte. Jetzt haben wir schon zwei gefunden. Jo. Was nicht viel verpasst. Wir haben einen leckeren Tintenfisch-Tentakel gekocht bekommen und wir wissen alles, was wir wissen müssen über LeChuck.
Hier ist eigentlich hier auch schon. Hier steht, dass wir den Slogan immer noch in Erfahrung bringen müssen, aber das müssen wir, glaube ich, nicht, weil wir haben ja hier schon reingeguckt. In das Tagebuch. Ja. Der Slogan ist ja Brandschatz, die zitternden Entermesser. Das wissen wir, weil es hier steht. Also eigentlich wissen wir das auch. Und dann müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Nur noch zum gigantischen Affenkopf. Und da können wir jetzt hoffentlich die uns gestellte Aufgabe. Erinnere mich noch einmal daran, wann werden wir Threepwood los? Du hast das Gedächtnis einer Mücke mit Gehirnerschütterung. Ich freue mich einfach darauf, das ist alles. Sobald wir das Geheimnis gefunden haben, kannst du ihn haben. Sie werden keine Gelegenheit dazu haben. Sobald die Karte sichtbar ist, schnappe ich sie mir und verschwinde von hier. Nun ja. Hey, Partner. Dann gucken wir mal. Dodomisofafari. Dodomisofafari. Okay, da wissen wir von allen, wie die. Race and Far. Okay. Das kann ich mir doch alles nicht mehr. Stimmt. Odomiso Fafare. Odomiso Fafare. Odomiso Fafare. Gut, also. Do. Do. B. So. Fa. Fa. Ray. Ho, 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 ho. Das ist vielversprechend. Nächster Schritt. Madison, gib uns die Karte. Quis nostro fugia. Nulla tempor. Laboris nisi ex commodo consequat. Schnell, sag dir Chucks Slogan. Lündert! Die Zitternden! Nee. Das ist doch falsch. Holzbeine! Quis autem vel veluptate velit. Und jetzt ist LeChucks Lieblingsessen. Muss ich? Ja. Kann das nicht jemand anders machen? Nein. Okay. Und? Nichts passiert. Du musst irgendetwas vermasselt haben, Guybrush. Mach es das nächste Mal richtig. Komm zurück, wenn du die richtigen Antworten kennst. Ich dachte eigentlich, die kenne ich. Aber die Möglichkeiten, das zu sagen, was ich hier gesehen habe, konnte ich gar nicht finden. Brandschatz, die zitternden Endermesser. Ah, okay. Konnte man Entermesser auswählen? Hab ich nicht gesehen. Hm. Machen wir das nochmal. Oder was oder wie? Hilft ja nix. Do. Do. B. So. Fa. Fa. Ray. Yo. Ho, 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 ho. Das ist vielversprechend. Nächster Schritt.
Madison, gib uns die Karte. Rein scheint's die zitternden Entermesser. Quis nostro fugia. Nulla tempor. Labores nisi ex commodo consequat. Schnell, sag LeChucks Slogan. Handschatzt. Die zitternden Entermesser. Quis autem vel veluptate velit. Und jetzt ist LeChucks Lieblingsessen. Okay. Lecker. Wow! Schau, das sind Zeilen. Es funktioniert. Dunkle Magie ist ganz schön heftig. Hat irgendjemand gesehen, wo die Karte geblieben ist? Das geht dich nichts an. Danke für deine Hilfe. Zeit zu gehen. Wartet! Irgendwelche letzten Worte, bevor wir dich von der Klippe stürzen und uns das Geheimnis holen? Ja. Was sagt man denn da? Der dreiköpfige Affe wäre natürlich sehr passend. Frage ist, ob es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, sich hier aus der Situation rauszuquatschen. Hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Du kannst uns nichts vormachen. Hier gibt es keine Affen. Das ist Monkey Island. Und jetzt weg mit Murray, dem lästigen dämonischen Schädel. Wartet! Ich habe Familie hier! Gut. Trent, sehen wir uns die Karte noch einmal an. Seltsam, sie war gerade noch in meiner Tasche. Egal, ich erinnere mich, was drauf war. Holen wir uns das Geheimnis. Es kam irgendwo von hier drüben. Was zum Threepwood am Leben? Sozusagen. Du hast es also überlebt, über die Planke zu gehen, nur um dann von einer Klippe zu stolpern? Ich wusste schon immer, dass du ein Witzbold bist, aber das hier übertrifft alles. Und wo wir gerade vom Übertreffen sprechen, während du hier liegst und langsam stirbst, kannst du dich mit dem Wissen quälen, dass ich bald das Geheimnis haben werde. Und dann auch die schöne Elaine. Kommt er denn auf die Idee? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das macht nichts. Deine letzten Worte werden zusammen mit dir vergessen werden. Und die dubiosen Geschichten über deine armseligen Taten werden ebenfalls verdorren und verschwinden, ohne dass auch nur ein Stein darauf hinweist, wo sie waren. Du wirst nichts sein. Bald wird nicht einmal mehr der Gestank deines Ablebens zurückbleiben, während die Welt sich unerbittlich weiterdreht. Captain LeChuck, es ist Captain Madison, Sir. Sie und die anderen haben gerade die Segel gesetzt. Sie verlassen die Insel. Verlassen? Sie müssen wissen, wo das Geheimnis ist. Wenn wir uns beeilen, können wir sie auf dem Meer einholen und sie zum Teilen überreden. Nun ja.
Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Möglicherweise auch meine Milz und meine Gallenblase. Was auch immer das ist. Hallo? Ist hier jemand? Guybrush! Oh nein. Bist du okay? Das hängt von deiner Definition von okay ab. Beginnen wir mit, wahrscheinlich überlebst du die nächsten 2 Minuten. Ich nehme an, dass ich das schaffen kann, wenn ich muss. Ich fürchte, ich bestehe darauf. Was machst du hier? Bist du gekommen, um mich zu retten? Es sieht so aus, auch wenn ich es bis eben nicht wusste. Wie bist du überhaupt nach Monkey Island gekommen? Ich schätze, du hast den Zaubertrank gemacht. Du hast deinen Trank benutzt, um hierher zu kommen? Das ist ja süß. Aber bleiben wir beim Thema. Du bist von einer Klippe gestürzt. Ach, diese ganze Reise war eine Katastrophe. Nichts als Demütigung, körperliche Gefahr und demütigende körperliche Gefahr. Ich verliere ständig Schwertkämpfe. Ich wurde am selben Tag von einem Schiff und von einer Klippe geworfen. Ich bin in eine Falle getappt, die für LeChuck gedacht war. Meine eigene Schuld. Ich hatte eine Karte, da war ein X und eine Schaufel. Fandest du das nicht verdächtig? Man muss dabei gewesen sein. Ich könnte genauso gut einfach hier liegen bleiben und verhungern. Ich habe eine bessere Idee. Komm mit mir zurück auf Scurvy Island. Ich werde eine Pause vom Skorbut-Projekt einlegen, um dich wieder gesund zu pflegen. Warum nicht? Jetzt, wo die Karte weg ist, werde ich das Geheimnis nie bekommen. Hat ja jemand Karte gesagt? Hallo? Mary! Ist das die Karte zum Geheimnis? Dieser Melonenkopf hat mich damit in seine Tasche gesteckt. Ich habe sie mir als Druckmittel geschnappt. Heiliger Strohsack! Das Geheimnis ist im Voodoo-Laden auf Mealy Island! Planänderung, Elaine. Wir gehen zurück nach Mealy. Ach ja? Was ist mit all den Dingen, die du gerade gesagt hast? Ja, dafür braucht man natürlich eine Karte, um direkt ins Gebäude gegenüber zu gehen. Ich muss mir den Kopf gestoßen haben. Wo ist dein Schiff? Eigentlich ist es dein Schiff. Dein altes Schiff, meine ich. Die Sea Monkey liegt als Wrack an einem Strand im Osten von hier. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich wurde hier abgesetzt, damit ich sie als Überraschung für deinen Geburtstag herrichten kann. Was für ein tolles Geschenk! Du erstaunst mich immer wieder. Ich hatte keine Ahnung, dass du dich mit Schiffsreparaturen auskennst. Ich weiß auch nicht mehr als du, aber ich habe ein Handbuch gekauft. Warum reparieren wir sie nicht gemeinsam? Fantastisch. Vielen Dank. Wer zuerst beim Schiff ist. Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Ich habe das Gefühl, dass wir eine neue Phase in unserer Beziehung beginnen. Ich versuche, meine Freude zu zügeln. Komm schon, Murray. Wir haben viel Arbeit vor uns. Der Gedanke, mit dir zusammen zu sein, gefällt mir nicht. Aber es ist wohl besser, als die nächsten 100 Jahre auf diesem Baumstumpf zu verbringen. Vielleicht. Warte, nicht die Tasche! Schnarchnase. Du hattest einen Vorsprung. Sollen wir loslegen? Bereit, wenn du es bist. Die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Das ist richtig. Nun, wir haben getan, was wir mit den vorhandenen Materialien tun konnten. Ich liebe es. Es strahlt Nostalgie aus. Unter anderem. Du steuerst, ich schöpfe aus.
Haben wir also das dritte Kapitel beendet. Ich hätte erwartet, dass Madisons oder LeChucks Schiff schon hier wäre. Du meine Güte, sieh dir die Schäden an. Ich muss mit Carla über die Organisation der Erdbebenhilfe sprechen. Du kommst nicht mit in den Voodoo-Laden? Ich würde ja gern, aber dies ist eine Krise. Es wird weitere Schäden geben. Ich muss helfen. Ich will später alles darüber hören. In Ordnung. Bis dann. So. Ja, da haben wir quasi eine Folge wieder geschafft und haben es sogar geschafft, ein Kapitel in der Folge noch zu beenden. Dann werden wir uns jetzt also mit der nächsten komplizierten Herausforderung in der nächsten Folge beschäftigen. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!